Hallo meine lieben Backfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Backen Sachen. Und heute zeige ich euch, wie ihr ein Brot lang aufarbeitet. Also bleibt dran! Ja, heute ist wieder euer Erklärbär am Start, denn ich habe euch vor 8 Monaten ungefähr gezeigt, wie man Brote eigentlich rund wirkt, und jetzt zeige ich euch, wie man sie lang macht. Hier habe ich nämlich einen Weizenteig vorbereitet und den werden wir jetzt lang aufarbeiten und hier in die Form legen. Ich habe noch ein weicheres Brot, also einen viel weicheren Teig vorbereitet. Das zeige ich euch auch noch, wie man denn weichere Brote lang aufwirkt. Jetzt haben wir hier unser Teigstück. Die Arbeitsfläche ganz leicht bemehlen. Bei solchen reinen Weizenteigen benötigt ihr nicht ganz so viel Mehl, also wirklich eigentlich kaum Mehl, weil es klebt gar nicht wirklich am Tisch. Und ihr bekommt den Schluss nachher nicht zu, wenn ihr zu viel Mehl genommen habt. Teig auf den Tisch. Jetzt machen wir unser Teigstück hier rund, damit wir eine angenehme Form haben, damit wir das nachher beim langen Aufarbeiten angenehmer haben und einfacher. Der Schluss, der hier jetzt ist, den packen wir jetzt nach unten und lassen das Ganze für 10 Minuten jetzt ruhen. 10 Minuten Ruhezeit sind nun um. Die müsst ihr auch wirklich einhalten, meine lieben Backfreunde. Ansonsten bekommt ihr nicht euer Teigstück auf die gewünschte Länge, da der Eiweißkleber noch viel zu unentspannt ist. Das heißt, er hat noch viel zu viel Spannung und würde sich immer wieder zusammenziehen. Deswegen brauchen wir 10 Minuten, mindestens 10 Minuten Teigruhe oder Ballengare. Hier haben wir unser rundes Teigstück. Das drehen wir jetzt einmal um. Der Schluss hier darf jetzt nach oben zeigen. Und jetzt drücken wir mit unseren beiden Händen ist einmal zu einem, grob zu einem Rechteck. Jetzt haben wir hier grob ein Rechteck. Das brauchen wir nämlich auch, denn jetzt kommt die eine Seite, die obere Seite, kommt hier nämlich in die Mitte. Und das falten wir jetzt einmal so ein. Und jetzt kommt hier die untere Seite und die kommt auch zur Mitte. Dann haben wir jetzt hier schon mal ein kleines Paket. Jetzt sehen wir hier die Enden und klappen sie hier einmal ein. So sieht das alles jetzt aus. Das ist jetzt noch nicht fertig. Wir haben jetzt hier unsere Form. Ihr seht, das ist jetzt hier keine richtige Länge. Und jetzt räumen wir das auf die gewünschte Länge. Jetzt nehmt ihr eure Daumen und drückt sie hier in die Mitte. Und nehmt mit euren Zeigefingern die obere Seite. Nehmt ihr jetzt hier nach vorne. Und drückt die Daumen währenddessen immer in die Mitte rein. Und rollt dabei euren Teig schön lang. Jetzt habt ihr hier euren Schluss. Hier. Und haut den jetzt hier mit euren Handballen einmal zu. Und jetzt rollt ihr euer Teigstück auf eure gewünschte Länge aus. Da könnt ihr jetzt hier eure Form zur Hilfe nehmen. Ihr seht jetzt hier, bei mir kann das jetzt noch ein ganz kleines bisschen. Und wieder von der Mitte nach außen rollen, ihn nicht ziehen, damit macht ihr euer Teigstück kaputt, sondern wirklich rollen. Jetzt könnt ihr euer Teigstück umdrehen, aufs Blech legen und abdecken und als freigeschobenes Brot, nicht als Kastenbrot. Ich möchte das jetzt gerne als Kastenbrot haben, deswegen habe ich jetzt hier meinen Schluss. Der kommt auch nach unten und wird jetzt in die gefettete Form reingelegt. Jetzt ist unser Teigstück lang aufgearbeitet in unserer Form. Wir haben jetzt endlich mal kein rundes Brot, sondern lange Brote. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr auch weichere Teige handhaben könnt. Und jetzt kommen wir zu unserem weicheren Teig. Ich bemehle jetzt hier ordentlich meine Arbeitsfläche, ganz anders als beim Weizenbrot. Hier habe ich auch schon einen richtig schön lang gegorenen Teig. Den habe ich jetzt ungefähr 12 Stunden stehen gelassen. Das ist im Übrigen ein Brotexperiment von mir, das ist ein Ingwerbrot. Dazu gibt es jetzt auch noch kein Rezept, ist aber ein sehr weiches Brot. Und das passt nämlich gerade auch zu dem heutigen Video. Ihr seht, richtig schön klebrig, weich, hat auch sehr, sehr viel Volumen. Da dürfen wir jetzt auch nicht wirklich großartig rund wirken, sondern müssen unseren Teig rund falten. Wie gesagt, wichtig, viel Mehl. Hier ist euer Teigstück. Nehmt jetzt hier eure Ecken und Kanten, die ihr jetzt hier nicht habt, eure Ecken, und faltet sie immer wieder zur Mitte hin. Jede Falte, die noch frei ist, zieht ihr hier in die Mitte. So. Und jetzt nehme ich hier die obere Seite
und stülpe sie wieder nach oben, sodass der Schluss noch unten ist. Jetzt wieder Hände schön bemehlen und da einmal zuknipsen. Zack. Jetzt habt ihr hier ein schönes, halbwegs rundes Brot. Habt auch nicht so viel Volumen rausgedrückt. Jetzt kommen wir wieder zum langen Aufarbeiten. Hier bei so einem weichen Teig würde ich euch jetzt einen Gärkorb empfehlen. Ich habe hier einen Holz-Gärkorb. Seht ihr? Der wird auch gleich schön ordentlich bemehlt. Jetzt bringen wir unser Brot auf die gewünschte Länge. Also, wir sehen hier ist das hier ein bisschen zu breit gelaufen. Das heißt, wir fangen damit an, falten beide Enden jetzt in die Mitte. Und jetzt sehen wir das Ende hier und falten es auch wieder zur Mitte. Richtig schön stramm. So haben wir jetzt wieder ein kleines Paketchen. Und jetzt nehmen wir wieder die vordere Seite, wie beim Weizenbrot, und ziehen sie wieder zu uns. Jetzt nehmen wir unsere Daumen und drücken wieder die Falte schön zur Mitte ein. So, jetzt haben wir hier wieder unseren Schluss. Jetzt nehmen wir unsere Handballen, klopfen das vorsichtig zu. Drehen das einmal um. Jetzt haben wir hier unseren Schluss. Natürlich ist unser Teig jetzt weich, das seht ihr jetzt nicht ganz so gut wie beim Weizenbrot, ist aber auch nicht schlimm, den erkennen wir. Jetzt haben wir unsere Mehlform hier, unseren Gärkorb, nehmen unser Teigstück, Schluss nach oben und legen es vorsichtig hinein. So, jetzt habt ihr bei beiden Teigen, sowohl bei einem festen Teig und bei einem weichen Teig gesehen, wie man das Ganze aufarbeitet und wie man das Ganze handhabt. Der Rest ist einfach nur Übungssache. Nach dem Aufarbeiten müssen die Brote meistens noch eine Dreiviertelstunde bis 90 Minuten stehen, kommt aber auch immer auf das Rezept drauf an. Meine lieben Backfreunde, ich hoffe, euch hat das kleine Erklärbär-Video gefallen zum Teigformen, denn ich habe gemerkt, das Rundwirk-Video ist bei vielen sehr gut angekommen und hat eine wahnsinnig große Aufrufzahl für diesen kleinen süßen Kanal. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch, wie man Brote auch lang aufarbeitet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen schönen und angenehmen Sonntag. Euer freundlicher Bäcker aus der Nachbarschaft. Ciao!